Seid ihr wach? Seid ihr früh aufgestanden? Also ich bin kein Morgenmuffel, aber kreative Leute sind doch oft spät am Morgen erst richtig wach. Aber das sind jetzt mal ein bisschen andere Leute da. Ich möchte auch Daniel ganz herzlich danken. Es ist für mich eine große Ehre, dass ich bei euch Focus 5 präsentieren darf. Möchtet ihr noch Stühle? Ja, eigentlich noch ein paar genug Stühle da? Oder ist es euch wohl im Stehen? Ist gut? Okay. Seht ihr mich auf den verschiedenen Bildschirmen? Also wir wollen einfach 20 Minuten uns vorstellen und dann weiter diskutieren. Also ich möchte euch gerne Focus 5 vorstellen. Es ist ein Internetfernsehen. Also Informationen und Produktionsfirma. Sie wurde vor 10 Jahren gegründet. Wir haben dieses Jahr das 10-Jahres-Jubiläum. Und 10 Jahre, das war wirklich vielen Dank. Ja. Also es war nicht, es war viel Up and Down, viel harte Zeit, Kampf um Überleben, Sponsoren suchen und so. Also ohne Sponsoren würden wir gar nicht überleben. Es braucht auch die Filmproduktion. Wir mussten viele Menschen auch überzeugen und kennenlernen. Und genau, also wir sind nicht reich, so in dem Sinn. Also es ist ein kreatives Geschäft und es ist sehr auch... es ist sehr viel auch mit Menschen, technischen Umsetzung und es ist auch sehr viel in Bewegung. Also die Filmproduktion ist ja riesig, oder? Bis der Film fertig ist, das Produzieren, das braucht so viel Zeit und das wird sofort bewertet vom Publikum und es gibt sofort positiv, negativ und Leute, die kritisieren. Das heißt, es ist auch eine große Herausforderung, sich dem anzupassen. Und es hat uns aber auch viel Kraft gegeben, positive Rückmeldungen und so sind wir jetzt auf dem Aufwind. Also es ist... Mein Name ist Stanko, ich bin bei Kreativ Zürich und ich bin von hier auch geboren, hier aufgewachsen. Ich bin in die Gehörlosenschule dann gegangen in Wollishofen und meine Eltern wollten, dass ich vor allem lautsprachlich erzogen werde. Sie waren ein bisschen unsicher wegen der Gehörlosenschule und 2 Jahre war ich dann in Wollishofen. In Wallisellen, sorry. In Wallisellen, zuerst in der Hörendenschule. Und dann hat der Lehrer einfach gemerkt, es ist unmöglich mit der Lautsprache. Und dann hat man dann die Landenhofschule für mich ausgewählt. Die ist eigentlich für Schwerhörige, genau, aber auch lautsprachlich orientiert. Und da war ich dann 7 Jahre in der Schule, aber da gab es überhaupt keine Gebärdensprache. Das haben die total verschlafen, diese Entwicklung. Also ich habe immer verschlafen. Und dann in der Schule, habe ich eine Berufsschule gemacht in Oerlikon, die war dann speziell für Gehörlose. Und da habe ich dann meine Gebärdensprache so richtig aufgefrischt. Ich bin 39 Jahre alt, genau, bald 40. Und... Also ihr könnt auch Zwischenfragen. Also nach der Präsentation gibt es ja sowieso noch eine Diskussion, da könnt ihr dann noch tiefer fragen. Also jetzt erzähle ich aber lieber zuerst ein bisschen über Focus 5, wie wir damals dazu kamen, diese Firma zu gründen. Am Schweizer Fernsehen gab es früher ein Spezialprogramm für Gehörlose und Schwerhörige. Und... Die hieß damals Sehen statt Hören. Habt ihr vielleicht schon mal vernommen, früher?
Auf jeden Fall 1998 bis dann war das immer gezeichnet, wurde das gezeigt, eine halbe Stunde am Samstagmorgen. Die wurde dann aber zweimal ausgestrahlt. Und dann 1998 wurde einfach entschieden, dass man die ersatzlos streicht. Also das war damals der Schellenberger, der Chef. Und der hat einfach stark alles halb privatisiert und so. Und da hat er gesehen, ach, die Sendung, die schmeißen wir einfach raus. Und wir vom Gehörlosenverband haben das auch irgendwie verschlafen, da zu reagieren. Und auf einmal hatten wir keine visuelle Information mehr. Das war dann wirklich ein schlimmes Defizit, auch für unsere Identitätsvermittlung. Also in der Schweiz leben ja ungefähr 10.000 Gehörlose, da waren wir betroffen. Und auch noch eine halbe Million Schwerhörige. Also das war wirklich schlimm für uns. Wir hatten keine Informationen mehr. Man muss auch vergleichen mit dem Ausland. In Amerika oder überall, da gibt es so viel gebärdensprachliche Informationen. Aber wir können ja nicht mal Radio hören, nichts, es gibt keine Informationen. Und am Fernsehen auch nichts. Und dann, wir haben wirklich gelitten in dieser Zeit, hatten einen Freund, Michel Laubach und ich, haben darüber diskutiert und gemerkt, in dieser Zeit entstand ja auch diese Internettechnik, die war ja rasant in Entwicklung. Und da könnte man plötzlich auch Filme raufladen. Und da haben wir gesagt, so, wir gründen doch ein Internetfernsehen für Gehörlose. Also zuerst war das unser Name, Focus 5 TV. Vor 10 Jahren haben wir das so gegründet. Das war eigentlich ein Ersatz für Sehen statt Hören, einfach über Internet-TV. Also man muss sagen, wir waren die Ersten, die so ein Internetfernsehen in Gebärdensprache europaweit eingeführt haben. Also jetzt gibt es ganz viele solche Sachen und haben unsere Idee kopiert und wir haben große Freude. Es ist für uns auch eine Motivation. Vor 10 Jahren hatte ich noch ein paar Härchen und da waren wir noch rank und schlank. Das ist Michel Laubacher, der ist auch als Gehörloser hier in Zürich aufgewachsen. Und gell, vor 3 Jahren ist er mit seiner Familie ausgewandert nach Norwegen. Er hat eine Norwegerin geheiratet. Die haben sich in Amerika an der Gehörlosenuniversität kennengelernt. Er hat jetzt auch 2 Kinder und sie haben entschieden, sie möchten lieber mit Familie nach Norwegen auswandern. Und für Michel war es sehr hart, die Schweiz zu verlassen und Focus 5 auch zu verlassen. Am Anfang hat er noch gependelt und hier weitergearbeitet, aber haben gemerkt, das funktioniert nicht. Und so hat er uns leider verlassen und ich habe eigentlich die ganze Verantwortung übernommen. Aber ich habe große Freude, weil in Norwegen hat er viel Erfolg. Er ist Geschäftsleiter von einem auch gebärdensprachlichen Staatsfernsehen sogar. NRK, also das SRG von der Schweiz, und da gibt es Programme in Gebärdensprache und da ist er jetzt der Geschäftsführer davon. Und das ist super für uns auch. Aber wir sind immer noch im Telefonkontakt via Skype und so. Also jetzt möchte ich noch das Team vorstellen. Also es besteht aus 4 Menschen und einem Hund. Das ist Cyril. Er ist Gehörloser, er ist unser Praktikant, unser 6. Praktikant. Im neuen Jahr kommt der 7. Praktikant. Jedes Jahr kriegen wir einen Praktikanten für 80%. Joel, er macht in der Postproduktion 60% mit und arbeitet als Hörender hier. Meine Assistentin auch 60%, Lilian, und ich selber als Geschäftsführer 100%. Wir gebärden alle untereinander, alle können gut die Gebärdensprache und das läuft so. Aber wenn Kunden kommen für Aufträge, je nachdem, was die sprechen, setzen wir einfach Dolmetschende ein. Ah, Bella, sie kann bellen, Gebärdensprache ist noch nicht so da. Sie kann meine Gebärden zwar verstehen, aber selber noch nicht so gebärden. Focus 5 TV hat eigentlich 2 geschäftliche Standbeine. Zum ersten,
Also das ist eigentlich ein Fernsehen, das sind Sendungen, das bieten wir an, verschiedene Programme und Sendungen, zum Beispiel News, Live-Events, Kids und Talk. Alle sind voll gebärdensprachlich und klar mit Untertitelung und Tonspur. Unser Ziel ist, einen Zugang für alle zu schaffen. Auch wenn ihr Interesse habt, ihr könnt alles mitverfolgen. Oder wenn ihr jemanden kennt in der Familie, im Verwandtenkreis, der Gebärdensprache lernen möchte oder gehörlos ist oder irgendwie nicht oder schwerhörig, bei uns kann man alles in allen drei Modi verstehen, also Untertitelung, Ton und Gebärdensprache. Zeige schnell ein Beispiel. Bei der österreichischen UNESCO-Kommission den Antrag, die österreichische Gebärdensprache als nationales Kulturerbe zu anerkennen und in die Kulturerbeliste aufzunehmen. Vor einem Monat trafen sich in Wien Ministeriums- und Bundeslandvertreter, Wissenschaftler und Eva Nowotny von der österreichischen UNESCO-Kommission. Sie diskutierten den Antrag und entschieden, ihn anzunehmen. Die österreichische Gebärdensprache wird nun als immaterielles Kulturerbe in die Kulturerbeliste aufgenommen und geschützt. Helene Jarmer, Präsidentin des Österreichischen. Ich habe kurz eine Frage. Wie kann man denn so Namen wie Eva Nowotny in Gebärdensprache rüberbringen? Geht das überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage. Also, es gibt zum Beispiel Gebärdenstadtnamen, die schon wirklich bekannt sind. Zum Beispiel New York, das wäre jetzt New York gewesen. Oder Hongkong, Stockholm, so. Aber von den kleinen Dörfern, wenn es keine Namen gibt, dann verwenden wir das Fingeralphabet. Also es ist eigentlich buchstabieren, A, B, C, D, E, F, genau so. Zum Beispiel mein Name ist Tanko, kann man so Aber hat sie das eben buchstabieren. gemacht? Genau. Ja, doch, sie hat den Namen buchstabiert, Okay. genau. Aber es gibt auch Gebärdennamen. Ah ja, also es gibt Personen, die haben auch einen Gebärdennamen. Zum Beispiel mein Gebärdenname geht so. Also das ist wie bei den Indianern früher, zum Beispiel in ihrer Kultur. Wenn die geboren sind, hat man ihnen nicht sofort einen Namen gegeben, sondern man hat sie zuerst beobachtet, zum Beispiel schlauer Fuchs oder großer Bär oder irgendwas vom Charakter oder so. Und bei uns Gehörlosen funktioniert das genau gleich. Also wir haben schon einen Namen schriftlich, klar. Aber später werden wir beobachtet in der Kulturgemeinschaft und dann, die haben mir so das Danko gegeben von dieser Narbe hier. Und ich mache gerne Windsurfen und von daher kommt diese ja, Windsurf-Gebärde und die Kombination. Und da wurde ich dann eigentlich so getauft. Und Focus News gibt es jede Woche, 5 Minuten. Einfach so News im Zusammenhang mit Gehörlosigkeit, Gebärdensprache und so. Verschiedene Ge Bereiche, kulturell, Sport, Politik, eigentlich wie die Tagesschau. Jede Woche einmal. Dem aus vielleicht Provokationen. Aufgrund von dem kann man auch sehr viel lernen, auch in der Kommunikation. Und ich glaube, genau dort wird etwas aufgezeigt. Jetzt würde ich Ihnen gerne noch ein Beispiel zeigen. Im letzten Jahr haben wir ja vernommen, dass New York vom Hurrikan heimgesucht worden ist, Sandy. Da hat der Bürgermeister. Ich glaube, die hätten auch in dieser Late Show, wo das nachher gezeigt wurde, hat man sich gar nicht darüber lustig machen müssen, sondern man hätte auch einfach können sagen, man tut das jetzt auch ganz normal mit Gebärdensprache übersetzen und das wäre wahrscheinlich genauso witzig gewesen. Und ich habe das nicht so gern, dass wenn Also, das zeigt. Also, ihr könnt das selber. Ich mache den Vortrag ein bisschen kurz. Ihr könnt den selber noch ein bisschen vertieft auf der Homepage nachschauen. Also, das gibt es einmal im Monat regelmäßig im Talk. Hier, an diesem Tisch, den ihr hier gerade seht. Wir haben 4 Kameras, die hier aufgebaut werden. Und mit dem grünen Hintergrund. Mit dem Live-Videoprozessor hier. Heute Nachmittag
um 2 Uhr gibt es gerade auch wieder einen Tag, da kommt der Gehörlose, ist selbstständig, hat große Erfolge in Skifahren und darf sogar am Lauberhornrennen vorfahren. Also das ist super, der hat das geschafft, das ist super. Und da haben wir heute eingeladen, wie das war und so, tun wir dann mit ihm seine Erfahrungen live talken. Also das ist jetzt ohne, das ist ein Fokus-Event ohne Untertitel. Also so gehörlose Veranstaltungen, zum Beispiel Kongresse und so und Diskussionsthemen über zum Beispiel Gesundheit, Menschenrecht, Politik, Bildung und so und Sportkongresse und so grosse Vorträge, verschiedene Sachen tun wir einfach aussenden, filmen und aussenden. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel von Südafrika, Gehörlosentagung. Das ist jetzt sehr international, die tun auch international Gebärden. Und da gibt es noch Focus Kids, die singen. Danke. Dankeschön. Danke, Vera. Danke. Ich leg das mal zur Seite. Ja. Du? Zu einer Geburtstagsparty. Da gehört doch eigentlich Musik. Ja, stimmt. Musik, das muss sein. Ja, aber schön laut. So richtig laut, dass ich die Vibrationen gut spüre. Ja, schön laut aufdrehen. Bum, bum, bum. Ungefähr bis jetzt, wie viel haben wir? 400 oder 500 Sendungen produziert. Bis in diesem Jahr, jetzt in diesen 10 Jahren. Also, ich habe eigentlich vorher bei der Einführungsdiskussion schon gesagt, viele Gehörlose, die können zwar lesen, aber ihre Kompetenz in Deutsch, Lesen, Sprechen und Schreiben ist nicht. Sie sind nicht dumm, aber sie ist einfach nicht so voll entwickelt, weil es ja eine Fremdsprache ist. Also sind nicht alle Gehörlose davon betroffen. Es gibt natürlich auch sehr gut gebildete Gehörlose. Aber eigentlich normal ist es eigentlich so, dass wir eher in Deutsch ein bisschen schwach sind. Ich muss das aber wirklich noch kurz erklären. Wenn ihr Hörender zur Welt kommt und dann schon am ersten Tag hört ihr Kommunikation, ihr hört es mit, ihr bekommt so viele passive Informationen, was Kommunikation und Sprache ist. Und automatisch entwickelt sich da im Sprachgehirn alles und da wird abgelegt und ihr könnt das abrufen. Und dann, wenn ihr dann in die Schule kommt, dann müsst ihr natürlich noch lernen, auf dieser Grundlage schreiben und lesen und so. Aber ihr habt eine volle Grundlage. Das ist für euch Hörende, oder? Dann könnt ihr lesen, schreiben und alles mitverfolgen und habt keine Barrieren. Aber bei den Gehörlosen ist das ganz anders. Wenn wir auf die Welt kommen, haben ja die Eltern keine Ahnung von Gebärdensprache und die Ärzte sagen, ja, ihr dürft nicht Gebärdensprache geben, ihr müsst reden mit eurem Kind, das kann dann später immer noch kommen. Und die gehörlosen Kinder versuchen da irgendwas abzulesen und bekommen passiv gar nichts mit. Müssen warten, 5-6 Jahre, bekommen noch ein bisschen Logopädie und so, in 1:1 Situation. Da versucht man dann 1-2 Sätze sauber auszusprechen. Das ist sehr schwierig und wir haben kein passives Sprachentwicklungszentrum im Gehirn. Also da verhungern wir eigentlich auch sprachlich. Da kommen wir mit 6 Jahren halt in die Schule und der Lehrer muss uns dann noch auf keine Grundlage eigentlich Schreiben und Lesen beibringen und da ist es für uns einfach sehr, sehr schwierig. Also uns fehlt die Primärsprache, die Muttersprache und dann kommt schon die Zweitsprache, Lesen und Schreiben und dieses System und das ist
fast unmöglich ohne Primärsprache. Und dann ist es für uns einfach Gehörlose sehr schwierig, auch Zeitungen zu lesen. Also alle die Titel und so, die kurzen Sätze können wir gut verstehen, aber so die ganzen langen Sätze, da kommen wir oft, da stehen wir oft an. Möchtest du noch etwas dazu sagen, Lilian? Ich denke, du hast alles. Und darum? Eine Frage, wie ist es dann, wenn eine Bube gleich auch Gebärdensprache lernt? Gleich von... Ist es dann besser? Ja, klar. Dann ist natürlich, dann kann er kommunizieren, er hört ja nichts und dann kann er mit der visuellen Sprache voll mitkommen. Also dann kann er sich auch selbst ausdrücken, sich eine Vorstellung bilden und alles. Weil verbal ist ja sehr beschränkt, weiß ja nicht, wie soll ich das sagen, ich muss einfach immer irgendwie so mich zurücknehmen. Aber mit der Gebärdensprache kann er eins zu eins alles mitverfolgen. Also es gibt auch von unserem Gehörlosenbund wird das gefördert. Und zwar nicht nur Gebärdensprache, sondern wir fördern das Bilinguale. Das heißt, dann kann er später auch schreiben und sprechen lernen, aber vorher die Muttersprache, dann Gebärdensprache. Aber ohne Gebärdensprache kann man sowieso nicht 100% alles verstehen. Zum Beispiel Norwegen. In ganz Skandinavien ist ein Riesenvorbild. Wenn ein gehörloses Kind auf die Welt kommt, bekommen die Eltern Staatsfinanzierung für Gebärdensprachkurse und das wird wirklich groß gefördert, das Bilinguale. Gleich zum Beispiel, wenn man körperbehindert zur Welt kommt, bekommt man auch automatisch irgendetwas und Hilfe, wie man damit umgehen kann, zum Beispiel technische Hilfsmittel, aber für die Kommunikation. Und bei uns ist ja das Kommunikation vor allem, wo wir anstehen. Also wir sind da, aber das ist irgendwie schade, dass die Entwicklung in der Schweiz halt wirklich so rückständig ist und Focus 5 möchte da auch wirklich Sensibilisierungsarbeit leisten. Wir sind einfach eine Minderheitssprache und da müssen wir noch viel dafür tun. Das ist wohl klar. Der Zugang ist für uns einfach sehr wichtig zur Information. Das ist sehr, dass wir auch Bildung bekommen und uns entwickeln können. Dass wir, also das Hauptziel ist, dass wir eine natürliche, gesunde Entwicklung haben. Also wie finanzieren wir uns? Wie haben wir uns finanziert die letzten 10 Jahre? Wir sind eine Non-Profit-Organisation. Wir bekommen Unterstützung von verschiedenen Spenden und Stiftungen. Aber es ist ein großer Kampf, die finanzielle, das Fundraising. Wir haben auch Kundenaufträge, audiovisuelle Umsetzungen, Filmaufträge, Werbung. Zum Beispiel gestern war ich gerade in Wallis, da habe ich gefilmt für eine Firma, Cooperative irgendetwas, auf jeden Fall, Cooperative Unternehmen, genau, habe ich gefilmt, einen Auftrag bekommen und für die Umsetzung. Und das ist natürlich super Querfinanzierung für uns, auch wenn das so läuft. Und in diesem Jahr, der Umsatz belief sich ungefähr auf 300.000 Franken, aber optimal wäre 500.000. Und irgendwie wäre das super, wenn wir auch staatliche Unterstützung bekommen würden. Zum Beispiel in anderen Ländern, Skandinavien, Schweden, Amerika, die bekommen vom Staat 1 bis 3 Millionen Euro pro Jahr für die Unterstützung. Und dann ist es für die total selbstverständlich, dass sie die Integration fördern. Aber vom Staat bekomme ich überhaupt nicht. Ich bekomme irgendwie so vom Bundesamt für Sozialversicherung über die Hintertür, über einen Unterleistungsvertrag bekomme ich 10.000 Franken pro Jahr. Und der Rest, 40-60%, bekomme ich von Stiftungen und noch einen Teil von den Kundenaufträgen. Und dieses Jahr läuft eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen.
Aber es gibt immer Ups und Downs und da hat man schon auch sein Kummer damit. Gut, jetzt habe ich euch da. Super. Meine Damen und Herren, die Diskussion ist eröffnet. Ich bitte mich, eure Fragen zu stellen. Bitte, Sandro. Ich möchte gerade anschließen jetzt an das, was du zuletzt gesagt hast. Wenn du jetzt 500.000 hättest, also mehr Geld zur Verfügung, was würdest du ändern? Oder würdest du einfach längere, größeres Programmangebot machen? Also ich möchte eigentlich regelmäßig Sendungen aussenden, verschiedene Programme, News, Live, Talk und die verschiedenen Veranstaltungen. Und bis jetzt war das immer sehr beschränkt. Zum Beispiel, wir mussten es reduzieren ein paar, weil wir kein Geld hatten. Und Live-Dokumentationen, Filmreportagen und so Geschichten, die sind sehr zeitintensiv, oder? Und das könnten wir nicht mehr regelmäßig machen. Leider. Oft müssen wir durch das Budgetbeschränkung halt auch schnell produzieren und die Qualität leidet dann auch ein bisschen. Und dann sieht das Schweizer Fernsehen, naja, die Zusammenarbeit ist vielleicht nicht so interessant, aber wenn wir Spenden hätten, könnten wir mehr das Team vergrößern, wir könnten viele vergrößern, mehr Leute und könnten auch viel mehr Zeit in die Produktion investieren. So ist das halt immer ein bisschen eine gestresste Situation. Und die Angestellten muss ich auch noch irgendwie behalten. Und also, wenn wir reduzieren, dann leidet wieder die Produktion. Also da könnten wir auch mehr größere Produktionen annehmen. Also es gibt ja immer zuerst die Vorproduktion. Bis 60% von der Zeit wird die über die Recherche, über all das wird investiert. Und allein die Produktion ist dann 10-15%. Und dann wird es noch Ton vertont und alles und übersetzt und geschnitten und so. Das ist ja auch noch ein Riesenaufwand. Wie ich richtig verstanden habe, ist Gebärdensprache auch dialektabhängig. Also innerhalb der Schweiz gibt es verschiedene Gebärdendialekte. Und inwiefern lässt sich das mit einem Web-TV kombinieren, das ja grenz- und kantons- und regional unabhängig ist? Gibt es da Probleme? Also das ist nicht so wie bei euch. Walliser Dialekt oder so habe ich gehört, oder St. Gallen oder so. So unterschiedlich ist das nicht, aber es stimmt, es gibt 5 verschiedene Gebärdendialekte in der Deutschschweiz. Zürich, Basel, Bern, St. Gallen und Luzern. Also das kommt aus der Geschichte, da gab es 5 Gehörlosenschulen und Internate, die haben sich dort entwickelt. Aber das gibt keine Kommunikationsprobleme. Also das Mundbild bleibt auch gleich und zum Beispiel Brot. Aber das klappt, man weiß es ja auch irgendwie untereinander. Das gibt keine Probleme. Aber international, zum Beispiel an einem Kongress, Weltkongress, wenn wir da sind, da verwenden wir internationale Gebärden, die kann man dann verstehen. Was ich immer ganz spannend finde, wenn wir unsere Moderatorinnen oder Vereine sehen, das sind junge Leute, die sehr vernetzt sind, die sind in so internationalen Gruppierungen, die sich auch für Gebärdensprache setzen und die kommen dann auch von so Kongressen wie von Stockholm oder Amerika zurück und dann tun sie die deutsch-schweizer Gebärdensprache, wir haben das gleiche Problem wie die Lautsprache mit Anglizismen oder so. Und das Danko ist dann in der Akademie Française, wo so schaut, dass eine saubere Gebärdensprache, also dass es nicht so ein Misch gibt. Weil es gibt keine Stelle, wo das macht. Also es gibt keine, es wird die Gebärdensprache, wird, das ist alles im Aufbau, es wird nicht super gelehrt irgendwo. Also es gibt man kann Gebärdensprachkurs besuchen, aber das ist nicht, es gibt nicht, jetzt gibt es langsam so Lexika, wo man kann etwas nachschauen, aber es gibt nicht einen Standard. So, das ist alles nur der Anfang. Und wir sind das ein bisschen, weil wir ja auch dann verbreitet werden. Also uns kann man abrufen, das kann man immer wieder anschauen. Und wir sind auch eine Referenz. Es wird ja zum Teil
für Dolmetschausbildung oder so, werden die Beiträge gebraucht. Und das Danke ist immer wahnsinnig hinterher und tut dann auch so die international Gebärden, die sich da einflüssen, dann ausmerzen versucht. Und es kommt auch vor, dass trotzdem etwas zum Beispiel mal passiert. Und dann gibt es auch so sehr gebärdensprachkundige Personen in der Schweiz, die dann sich auch melden. Dann können wir aber auch so Feedback über und sagen, bitte nicht so gebärden, das ist international, wir haben doch super die Schweizer Gebärdensprache. Und ich finde das sehr spannend, weil das parallel, also so von linguistischer Sicht aus, dass man sieht, dass es auch die Entwicklung gibt in der Gebärdensprache, genau gleich wie in der Sprache. Ja, genau. Also das ist auch ein Grund, wir werden stark beobachtet. Also ich habe auch an der Hochschule für Heilpädagogik die Ausbildung gemacht zum Gebärdensprachlehrer. Also habt ihr noch entwickelt, ich möchte noch meinen beruflichen Werdegang kurz sagen. Ich habe eine Lehre gemacht als Maschinenzeichner zuerst, genau mit den Hörenden, wie ihr alle auch. Dann habe ich 7 Jahre Maschinen gezeichnet, es war ein bisschen langweilig. Und dann habe ich eben noch 4 Jahre die Gebärdensprachlehrerausbildung gemacht. Das heißt, ich kann auch wirklich Gebärdensprache voll unterrichten an Hörende oder Gehörlose. Also das war 4 Jahre lang, das war meine letzte, also habe ich wie auch viel aufgeholt in dieser Bildung über Linguistik und so. Und das konnte ich dann auch gebrauchen fürs Focus 5. Und ich habe auch noch Filmausbildung gemacht. Mit Dolmetscheinsatz 3 Jahre und habe einen Bachelorabschluss in Filmproduction. Bitte, ja? Wie ist denn das, wie wird das neues Wort in den Wortschatz aufgenommen? Zum Beispiel jetzt Facebook oder so, dass das alt versteht. Das ist eine sehr interessante, spannende Frage. Es ist nicht einfach zu beantworten. Also, die Sprache ist natürlich stark in Entwicklung. Durch Social Medias und so. Und dank dem Internet bekommt man schnell Informationen, die Sprache entwickelt sich schnell. Und da ist ein bisschen manchmal die Linguistik im Hintergrund. Zum Beispiel, es gibt auch wie Slang. Genau, Slang. Und so Google und solche Wörter. Und die Jugendlichen, die benutzen die das einfach und das entwickelt sich. Warte mal, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Wie ist das eigentlich? Was war genau die Frage? Ich habe es vergessen. Wie entstehen diese neuen Gebärden, genau. Also eigentlich wie? Ab 2 Personen, die sich treffen und dann gibt es schon neue Kultur und neue Sprache. Das passiert sehr schnell. Also das verbreitet sich dann auch über Internet, Video und dann sagt, was hast du das so? In Zürich sagt man das so, so. Und dann verbreitet sich das ganz schnell. Also gleich wieder Lautsprache, eigentlich genau gleich. Ist das bei euch nicht auch so? Das verbreitet sich einfach visuell schnell. Man sieht es, man verbreitet es und schon passiert. Aber zum Teil auch unterschiedlich. Und dann Focus 5, da im Talk zum Beispiel, das ist auch ein bisschen unsere Aufgabe. Also wir übernehmen das zum Teil auch, was wir gesehen haben. Aber also das müsste man doch auch an der Hochschule, wird in einem Lexikon das dann auch erfasst. Der Schweizerische Gehörlosenbund, SGB-FSS, die haben ein Lexikon gegründet. Soll ich das jetzt zeigen? Also ja, das mal zeigen. Gebärdensprache.ch, glaube ich. Ich habe den gepostet, den auf Facebook. Oder ist das der, oder? Ja. Ja, es gibt auch ein neues, ja genau. Genau, ja, ja. Und dort ist, es gibt noch eins mit, noch... Es gibt ja auch noch etwas anderes mit Gebärdensprachgebärden. Ja. Ich kann gerade schnell schauen, aber ist das Deutsche? Ja, das sieht auf dem Dienst anders aus. Das ist das Fachwörterbuch. Das Fachwörter. Fachgebärden, ja. Entschuldigung. Und da sehen wir verschiedene Farben, die sagen, das ist beleidigt. Das ist bekannt, oder also wenn man, das wird einfach, das ist eine Momentaufnahme, das verändert sich ständig, das ist in der Gebärdensprachforschung, wird dann gesagt, oder das ist einmal, hat man das beobachtet, aber das ist noch nicht etabliert, man kann nicht davon ausgehen, dass alle das kennen, und so wird das unterschieden, und das ist ständig am Überarbeiten. Das ist natürlich
natürlich ein riesiges Projekt. Dann kommt auch dazu, zum Beispiel Tagesschau, die hat ja Gebärdensprache übersetzt. Die Dolmetscherinnen sind konfrontiert mit ganz vielen Wörtern, die es so gar noch nicht gibt. Das hat auch nicht so, dass die Gehörlosen keinen Zugang haben, zum Beispiel zu Hochschulen und so, dass es auch Fachwörter nicht gibt. Wir haben intern da Gebärden vom Filmbereich, die wahrscheinlich in der Schweiz niemand kennt. Das hat das Danko und der Michel zusammen entwickelt, weil sie einfach einen Videomixer müssen. Ja? Das kann ich aber, wenn zum Beispiel bei Dolmetschen sich auf einen Einsatz jetzt vorbereiten, ist das ganz schwierig, weil das kann sie niemals nachschauen. Das ist noch nicht dokumentiert. Und das ist so, das ist ein wahnsinnig lebendiger Prozess, wo man da drin ist mit dieser Sprache. Inwiefern hilft es, dass heutzutage jeder Laptop eine Kamera hat und dass man sozusagen Video übertragen kann, sehr schnell YouTube-Videos machen und dass alles heutzutage auch visuell sehr schnell übertragen kann? Also, die Kamera für die Kommunikation bringt nicht sehr viel. Also, ist wie für uns wichtig, wie ein Telefon. Doch. Also, Skype. Spezielle Sachen, zum Beispiel, ich möchte zum Beispiel irgendjemand anrufen, einen Arzt oder so, oder auf der Gemeinde, Spital oder so. Ihr Hörende, ihr könnt ja einfach anrufen. Und für uns Gehörlose gibt es eine Vermittlungszentrale. Da kann ich ja anrufen, das in Gebärdensprache geben. Und das ist genau gleich über den Laptop eine Dolmetscherin zugeschaltet, die sieht mich und verbindet mich dann mit dem hörenden Arzt zum Beispiel. Also man kann auch eine E-Mail schicken, natürlich, könnte man natürlich auch, aber das ist was anderes. Das ist dann nicht die Live-Kommunikation, aber dank der Kamera kann ich auch einen Dialog führen. Das kann sofort dann geschehen, das ist natürlich schon super. Gibt es in der Schweiz auch einen Notruf oder Not-SMS ja, oder sowas? Ja, gibt es. Ja, das gibt es, also dank Procom, der Firma, die so die ganze Vermittlung zentralisiert, wie sagt man, Vermittlungsbüro sagt man genau. Und die haben verschiedene Angebote, also die Dolmetscheinsätze, zum Beispiel heute, diese Dolmetscher wurde über die Procom so organisiert. Und das ist dann auch noch Textvermittlung, was die anbieten. Und seit einem Jahr gibt es eben auch diese Videovermittlung. Aber Notfallsituationen, SMS und so, da machen wir vor allem über SMS oder Schreibtelefon. Also meine Frage ist, gibt es da eine Nummer wie 117 oder... Nein, das ist wirklich ein Problem. Da müssen wir wirklich noch weiter zusammenarbeiten auf kantonaler und Bundesebene, dass es wirklich besser ist für Gehörlose. Es ist schon noch nicht 100% super für uns. Zum Beispiel, wo ist das? Reka. Rega, genau. Also wenn ich zum Beispiel einen Helikopter bestellen müsste, Rega, genau. Da habe ich vergessen, was muss ich da? Also muss ich ein SMS schicken? Ich bin gehörlos, ich habe ein Problem und dann kommt automatisch erst ein gehörloser Kunde und dann sind die schon vorbereitet von der Rega. Aber optimal ist es noch nicht, aber immerhin schon ein bisschen eingeführt. Also zum Beispiel gestern habe ich ein Magazin gelesen vom Rega. Ich bin da Mitglied und ich habe da gelesen, was passiert, wenn ein Unfall ist, wie das... Man hat ja Panik, man kann nicht mehr so richtig gut sprechen und die werden dann beruhigt zuerst und die verunfallten Personen haben das Gefühl, doch, da ist jemand, der mir hilft, aber ich habe mir vorgestellt, für Gehörlose. Weil zum Beispiel, wenn etwas passiert, meine Frau fällt zu Boden, blutet und so, und wie soll ich denn das sagen? Ich kann ja nicht gebärden und dann, ich bin ja dann noch in Panik und nicht so voll da, also da haben wir noch einen großen Rückstand in Schweden. Plam, plam, Nadel öffnen, Gebärden fertig. Und dann wäre auch sowieso das Problem, dass die Polizei, oder, also da hat es auch diverse Erfahrungen, weil etwas wert, sie wissen überhaupt, wie sie sich mit dem Gehörlosen könnten verständigen. Also es ist einfach Dienstleistung, sage ich, die Ausbildung von Personal ist sehr schlecht, nach wie vor.
Mitarbeiterschule. Genau. Also einen Autounfall habe ich mal erlebt. Also zum Glück war nichts sehr schlimm, aber total Schaden. Zum Glück körperlich nichts passiert. Also ich war noch eigentlich fit da. Und dann meine Freundin früher, die war Dolmetscherin und die hat dann zum Glück für mich vermittelt. Aber ich habe gesagt, nein, ich möchte jetzt mal, dass du nichts machst. Ich möchte einfach mal schauen, wie die Polizei das regelt. Weil das ist das schließlich ihre Aufgabe, hier mit mir zu kommunizieren. Gut, sie hat ihre Hände eingesteckt. Und ich habe gesagt, Entschuldigung, ich bin gehörlos zur Polizei, habe nicht verstanden. Und ich habe mal geschaut, wie der reagiert. Und er ist völlig hilflos. Und er wusste einfach nicht mehr, wie weiter. Und das war für mich ein starkes Frusterleben. Ich habe mir vorgestellt, hey, ich wäre jetzt da noch verletzt oder irgendwie die andere Person wäre noch auch gehörlos und wir wären noch aufgeregt und so. Das wäre furchtbar gewesen. Und wenn es dann falsch kommuniziert wird, das kann dann sehr schlimm werden. Oder zum Beispiel Gehörlose, die Krebs haben, oder? Stellt euch vor, ihr geht zum Arzt und der sagt, der Arzt hat auch keinen Dolmetscher. Ich kann das schon irgendwie regeln. Und er sagt, die sollen so Tabletten einnehmen und die verstehen sich nicht. Kann zu Missverständnissen kommen, das ist schon schwierig. Das ist wirklich passiert. Das ist ein Bekannter von uns, der selber reden stolz ist, dass er das Gefühl hat, er kann gut kommunizieren. Und auch der Arzt oder die Hörer sagen doch, nein, nein, bei uns klappt das, wir brauchen keine Dolmetscher. Und dann ist er so rausgekommen, dass er es falsch verstanden hat und die Tabletten falsch eingenommen hat. Also es gibt so Zeug passiert, aber wirklich, und das müsste zum Beispiel das Spital müsste wissen und von sich aus einfach automatisch müsste da jemand Dolmetscher und ja, beizogen werden zur Sicherheit. Ich habe gesagt, selbst als Hörende lasse ich mir das aufschreiben. Weil ich würde mir auch nicht trauen, in dem Moment, dass ich es richtig höre. Schriftlich kommunizieren, genau. Und selber auch als Hörende. Weißt du, es ist auch schwierig für uns Hörende, das richtig zu verstehen. Und dann gehört unsere Person nochmal doppelt. Wer hat. Für wen ist es schwieriger? Kunden, also wer hat die größere Angst vor wem? Kunden vor dir oder du vor den anderen? Weil, wenn ich das mit auf mich beziehe, als wir uns im Frühling da kennengelernt haben, war es für mich ein Riesenproblem, das erwähnt dich, mit dir zu reden, aber eigentlich mit Lilian zu reden, weil sie ja übersetzt und ich war da in einem Riesendrama und Dilemma. Und ich kann mir vorstellen, dass ich, also es muss euch ähnlich gehen. Wie gehst du um mit uns Idioten, Hörenden, die kein Feingefühl haben und zu wenig Experience? Hey, super Frage, das passt doch. Also, manchmal ist man einfach auch unsicher, weil man keine Erfahrung hat. Man bekommt ja auch keine Aufklärung in der Schule, in der Familie, wie man mit uns umgeht, oder? Mit Gehörlosen. Man bekommt einfach keine Informationen und das führt natürlich zu Unsicherheiten. Aber wichtig ist einfach, man muss Mut haben, du musst nicht Angst haben, du kannst zu mir kommen, wir können probieren, wir finden immer einen Weg. Also meine Erfahrung ist so, dass es eigentlich meistens klappt. Also Erstkontakt ist einfach wichtig, eine Erfahrung sammeln und dann klappt es später. Also wichtig ist einfach ein bisschen Aufklärung bekommen. Also, ich kann ja zurückfragen, hat jemand von euch vorher schon mal Erfahrung gesammelt im Einzelkontakt mit Gehörlosen? Hat jemand das schon? Hand hochhalten. 0,01%. Oder wer hat schon gesehen, es gibt Gehörlose, die gebären? Aber einfach als Beobachter. Also auf der Straße oder im Fernsehen, oder, nein, also gut, ich muss es anders formulieren. Wer hat schon einmal eine Sendung über Gebärdensprache oder so, also wie meinst du das genau, wer hat Aufklärung bekommen, Gebärdensprache ist so, Gehörlose leben so, Dolmetscher ist so, wer hat schon mal wirklich so was bekommen, eine Information?
Also auch wenig. Eben, siehst du, das wollte ich sagen. Aber wir sind hier viele Selbstständige. Für uns ist es ein Neifeit, unseren Franken zu kriegen. Und jetzt kommt Stanko daher, fuchtelt wild mit seinen Armen. Also ist ja nun noch schwieriger für dich. Also ich habe einfach meine Dolmetscher. Also ich habe viele Aufträge und so. Ich kann auch schriftlich kommunizieren und so. Das klappt eigentlich gut. Aber es kommt sehr auf die Person drauf an. Es gibt Leute, die verstehe ich sogar gut. So kann ich sogar ohne Dolmetscher kommunizieren. Aber natürlich nicht tief und kompliziert. Und für den Rest bestelle ich Dolmetschende. Ich bin auch sehr froh, dass die IFA die Kosten für die Dolmetschenden übernimmt. Also das heißt, ich habe da eine Arbeitsverfügung, ich habe auch ein Recht auf Dolmetscher. Ich habe auch, also für private Sachen und so kann ich Dolmetschende bestellen. Also gibt es ungefähr 60 Dolmetschen, das ist eigentlich kein Problem für mich. Aber es ist auch sehr persönlich abhängig. Es gibt natürlich schon Gehörlose, die nicht so gefördert wurden und vielleicht ein bisschen Abstand halten von den Hörenden. Aber dank dem, dass ich wirklich auch 10 Jahre gearbeitet habe in der Hörendenwelt, habe ich auch viel Erfahrung gesammelt. Also bin ich behindert? Denkt ihr, sehe ich behindert aus? Nicht mehr als ich. Gut. Es geht gegen 10 Uhr. Sind weitere Fragen, Wünsche? Bitte. Ich habe noch eine, also aber ein ganz anderes Thema. Und zwar habe ich gelesen, dass es so Augmented Reality Brillen gibt, die eine Kinokette in USA hat eine Brille eingeführt, die man ausleihen kann am Eingang, wo Untertitel eingespielt werden in verschiedenen Sprachen. Eigentlich für Leute, die Sprache nicht verstehen. Jetzt habe ich mir, als ich das gelesen habe, gedacht, das wäre ja super, da können ja Gehörlose auch ins Kino gehen. Aber jetzt hast du gesagt, mit dem Lesen ist das ein bisschen schwierig. Also hast du davon schon gehört oder findest du das spannend? Oder? Gib zu, dass du die Focus News gesehen hast. Nee. Also das ist wirklich super. Was bist du von Beruf? User Experience Designer. Und ich habe mich länger mit Augmented Reality beschäftigt. Ich bin bei Zeix, die Firma kennst du. Ich soll schöne Grüße bestellen von Sibyl Lütscher. Ah, super, danke. Gleichfalls, super. Okay, ja, also, das ist ein kleiner Unterschied. Also zum Beispiel bei Spielfilmen, wo sehr viele Leute kommunizieren. Und, also das ist dann natürlich Umgangssprache. Hallo, wer bist du? Ich brauche Hilfe und so. Willst du die Frau umbringen und lalala, einfach so Sachen. Das verstehe ich schon. Das für so kurze Sachen, aber Hintergrundinformationen in der Zeitung, all die komplizierten Sätze, stoße ich an. Aber in der Filmproduktion, Hollywood oder so, da wir schauen das sehr gerne, die Untertitel. Das ist ein großer Zugang für uns. Zum Beispiel JFK, über John F. Kennedy, Präsidentfilm, der Film, der hatte so lange Diskussionen mit dem Anwalt drin. Und viele Fremdwörter drin, lange Sätze und so. Da hatten wir vielleicht schon ein bisschen Mühe, den Untertitel zu folgen. Aber bei Hörung ist das, glaube ich, gleich, oder? Oder ist das, ja, auf jeden Fall, das ist was anderes. Also, wenn es kurze Sätze sind, dann können wir voll folgen mit den Untertiteln. Und wir lieben Spielfilme. Also, ich habe sehr Angst. Weil in Zürich wollen die Untertitel reduzieren, weil viele auch deutschsprachig synchronisiert werden und die Untertitel werden reduziert. Da habe ich große Angst, dass ich dann irgendwie nicht mehr die Filme sehen kann. Und Basel, das gibt es da, Bern. Also die synchronisierten Filme werden einfach viel mehr zunehmen. Nach Biel ins Kino gehen, weil das ist Bilang, Deutsch, Französisch und deshalb gibt es immer Untertitel und die lassen die Filme im Original. Wenn ja, super. Nicht nach Bedarf ist, würde ich hiermit für euch einen Schlusspunkt setzen. Stanko Palca, vielen Dank für die Einladung. Focus 5, vielen Dank für die Einladung.